Echte Skelette wie der Riese vom Tegernsee. Das alles verbirgt sich im Keller der Pathologie in Schwabing. Alfred Riepertinger ist pensionierter Präparator am Pathologieinstitut. Die Leidenschaft für die Arbeit im Sektionssaal fasziniert ihn bis heute. Eine Sammlung aus Mumien, Organen und Skeletten. Sein Wunsch, die Ausstellung soll zum Museum werden. Die Anfragen auch von Schulen, von Gymnasium, die sind immer wieder da, aber ich muss vieles ablehnen, weil es eben nicht geht. Und das zu kanalisieren in einem Museum, das Interesse ist da, dann hätte man den Druck weg und es wäre für die Stadt München ein absoluter Gewinn. Auch im Rathaus stehen viele Politiker einem medizinhistorischen Museum offen gegenüber. Die FDP-Bayern-Parteifraktion hat klare Vorstellungen. Diese Exponate zugänglich zu machen, die Leute interessieren sich für diese Pathologiesachen. Das sieht man auch, wenn Tag der offenen Tür ist im Klinikum Schwabing, da rennen die da die Bude ein. Die Seziertische und den Saal an sich, den kennt jeder aus dem Fernsehen, aus den Krimis. Und es wäre ewig schade, wenn das für die Nachwelt verloren geht. Das Problem, dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Richard Brogel sieht jetzt Handlungsbedarf. Wenn man den Aufschlag gemacht hat und klar ist, dass so ein Museum kommt, hat man ja mehrere Jahre Zeit, um Geldgeber zu finden, um zu schauen, wie kann ich es refinanzieren, wie kann ich Fernsehaufnahmen ranbringen, die dort Miete zahlen für die Aufnahmen vor Ort. Also das wäre sicherlich alles möglich, aber irgendwer muss halt jetzt mal sich bekennen, das Heft in die Hand nehmen und loslegen. Loslegen will auch Alfred Riepertinger. Er hat schon viele Ideen, wie dieses Museum gestaltet werden könnte. Auch die Geschichte des Krankenhauses, des Klinikums Schwabing soll dargestellt werden. Die Entwicklung, es geht ja auch um Geräte. Ich habe hier in einem Depot zum Beispiel 3 eiserne Lungen stehen. Wer von den jungen Leuten weiß übrigens, was das ist oder was man damit gemacht hat zur Zeit der Kinderlähmung. Und solche Sachen sollen hier ausgestellt werden, auch ein Stück Medizingeschichte. Das Wissen aus über 100 Jahren auch für zukünftige Generationen zugänglich zu machen. Dafür setzt sich Alfred Riepertinger unermüdlich ein.